Ja, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Weiter geht's mit Age of Wonders 4 und wir spielen die Kampagne Verzauberter Archipel. Ich tue mir mit dem Namen echt schwer. Ich glaube, ich nenne es ab sofort Verzaubertes Archipel. So, diese Folge habe ich direkt nach der ersten Folge aufgenommen, kann also noch nicht auf euer Feedback eingehen. Also das einfach nur für euch zur Information. Ja, und wir brauchen noch eine weitere Speerin. Ich habe mich jetzt einfach da dafür entschieden. Weiter geht's. So, mal schauen, wie sich dieses Spiel entwickelt. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Freue mich natürlich riesig über diese Kampagne und wie die auch gestaltet sind. Noch mehr. Wir könnten jetzt direkt in die Kratzerhöhle gehen, bei der ich nicht weiß, wie schlimm es uns trifft, wenn ich das mache. Das ist gerade mein Problem. Mein Erkunder läuft die Straßen entlang. Auf der anderen Seite hätte ich halt vielleicht früh einen Bonus, den ich mitnehmen könnte. Meine Truppen sind geheilt. No risk, no fun. Ja, erkunden. Als du dich der Höhle näherst, riechst du frisches Blut, erkennst jedoch keine Anzeichen eines Lebewesens. In der Höhle entdeckst du und deine Begleiter die Spuren eines heftigen Kampfes. Der Kadaver eines erwachsenen Einhorns liegt neben ihrem Jungen. Offenbar sind die beiden an diesem vermeintlich sicheren Rückzugsort in einen Hinterhalt geraten. Bei näherem Hinsehen erscheint es, als wären die Tiere von einem wilden Frostwyvern brutal angegriffen worden. Uiuiuiuiuiui. Stufe 3, okay. Du erstarrst, als auf einmal ein markerschütterndes Kreischen durch die Höhle hallt und derselbe blutrünstige Frostwyvern aus der Dunkelheit hervortritt, die Augen besessen auf dich gerichtet. Uff, im bevorstehenden Kampf ist schlingende Raubtiere aktiv. Alle verteidigenden Einheiten besitzen die Fähigkeit brutales Schlingen. Okay. Keine Zeit zu verlieren, greift an. Ist ein sehr gefährlicher Kampf. Die Bestie füttern, fliehen. Keine Frage, da sind wir noch nicht bereit für. Da sind wir noch nicht bereit für. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Was nehmen wir am Anfang? Zauber und Kampfpunkte, das finde ich ganz mächtig eigentlich am Anfang. Das brauche ich jetzt nicht. Neu gegründet, aber übernommen brauchen wir. Ja, wir nehmen gleich mehr Bevölkerung mit. Das ist jetzt der Bonus, den ich haben möchte. Aber gut, jetzt habe ich die Gewissheit, dass dies eine dumme Idee ist, da reinzugehen. Aber wir wissen aber auch, hier drin versteckt sich ein Stufe 3 Frostwyvern und keine Ahnung, 600 Kampfkraft. Also können wir jetzt zumindest mal. Ist jetzt halt eine Runde verschwendet, aber ist jetzt nicht ganz so schlimm. So, wir haben Befehle erstmal erforderlich. Die wollen wir jetzt ausführen. Aha, eine weitere Bedrohung in der Nähe meiner Heimat. Wir sind mal so frei und rennen da rein und schnappen uns die 77 Gold. Aber ich kann noch nicht den Feind entdecken. Eine böse Präsenz lauert in dieser Gegend. Bereit zum Zaubern. Einen Phantomkrieger beschwören. Er würde uns, ja, noch eine zusätzliche Runde kosten. Macht aber nichts. So, was darf ich ihn schon beschwören? Ja, genau. Habe ich jetzt die Forschung abgeschlossen, nicht, dass ich ihn schon beschwören kann. Verzauberte Krähenbegleiter. Natürlich, die Speer sollen ein bisschen mehr sehen können. Dafür habe ich es ja auch. Ein Held will sich uns anschließen für 150 Gold. Wen haben wir denn da? Alir die Astrale. Eine Kriegsmagier. Oder ein Anwerber. Was haben wir hier? Fröhliche Anwerber. Diese Stadt hält in Einnahmen durch Einberufung. Eine sollte ich schon nehmen, aber ich wüsste nicht, wer jetzt hier cooler ist von den beiden. Wir haben. Ich nehme den Anwerber. Oder die Anwerberin, besser gesagt. Jawohl. Bitte einmal dazukommen. Denn wir haben jetzt hier. Wunderschön. Briesenhausen. Wunderbar. Und da darf natürlich Deltania die Spalterin rein. Das ist sehr schön. Das ist jetzt deine Stadt. Okay, die darfst du zumindest verwalten. Und wir dürfen gleich ein Gebiet annektieren. Und wir werden hier auch zunächst einmal die Fischerei machen und einen kleinen Hafen für mehr Nahrung.
So, was können wir hier produzieren am Anfang? Lagerhaus. Was für Truppen machen wir hier am Anfang? Bogenschützen. Wunderbar. Und jetzt produzieren wir halt sehr schnell sehr viel. So, wir könnten mit dieser Stadt eine weitere Provinz machen. So, die Frage ist, ja, das muss ich vorrangig meiner Stadt erstmal geben. Und zwar hier Produktion, wenn ich es richtig sehe. Jawohl. Bitte mehr Produktion. Ein Steinbruch. Steinbruch, Mine und Hafen besitzt. Tortuga-Stadt. Das habe ich mitbekommen, dass wir Briesweg gegründet haben und dann go. So, natürlich vergessen sie zu rücken hier. Und ein Speer haben wir hier noch, okay. Speer, bitte einmal hier lang. Du bitte einmal hier lang. Sehr nice. Wir greifen in dieser Runde tatsächlich mal nicht an. Ist völlig verrückt, ich weiß. Wir geben dir einmal eine Stangenwaffe-Einheit. Und wir zaubern den Phantomkrieger in die Armee von Captain Sharky. Und da ist er. Ne? Die fröhlichen Inselhüpfer haben einen Geist. Ein Wassergeist oder sowas in der Art. So, okay, Befehle erforderlich? Nee, nicht wirklich. Du könntest dahin gehen noch. Ja, das passt mir ganz gut. Und dann sage ich, okay. So, dieser Erkunder, der sollte mal ein bisschen mutiger sein. Immer noch nichts zu sehen. Da drüben gibt es Schafe und einen Wald der Reflexion. Ein großes Monsterversteck. Oh, guckt euch das an, ist das cool. Eine Eisspinnenmatriarchin. Geil. Geil. Ja, jemandem gefällt das hier. Ach, der jemand bin ich, ist euch gar nicht aufgefallen. Okay, das ist mir aber ziemlich nah da dran, deswegen gehst du jetzt erstmal hier lang. Genau. Ja, das habe ich gesehen, dass die Speerin produziert worden ist. Dann vom Gebäude her brauchen wir von den einfachen Gebäuden her. Werkstatt wäre nicht schlecht, Produktion und Einberufung. Schiffswerft wäre mehr Gold. Wir machen als nächstes die Werkstatt und von den Truppen her einen Pikenierbauer. Immer schön aufs Gold achten, meine Damen, meine Herren. Und schnell weiter siedeln. Das ist auch das, was ich noch vorhabe. So, dann greifen wir als nächstes jetzt hier an. Und zwar werden angreifen diese Speerdudes. Und ich würde mal sagen, automatischer Kampf zum ersten Mal. Die Verluste, die waren so immens, dass ich schreien könnte, aber ich akzeptiere es. 75 Produktion, das ist okay so. Ne, wir greifen die Runde nicht an. Dank meiner auch rentklugen Entscheidung muss ich eine Runde hier ausharren. Das ist ganz klasse. Wenn wir einmal das Let's Play beschleunigen und dann sowas. Eine Wirbelwindklinge haben wir bekommen. Es gibt einen Sturmhieb. Heldenansicht öffnen. Dadurch hat er aber kein Schild mehr, ne? Großschwert, 26 Schaden, 28 Schaden, dann bekommst du das hier. Ja. Und du hier, nimmst du bitte deinen Wolf wieder dazu, das wäre super nett. Da muss man echt aufpassen, Leute, da muss man echt aufpassen.
Aha. Ja, und jetzt seht ihr, das ist unser ganzes großartiges Inselreich. Wir können noch darüber. Vielleicht noch da unten irgendwo hin, das war's. Mehr Städtchen haben wir hier nicht. Beendet die Runde. Wir müssen also auf engstem Raum bauen und klarkommen. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So. Dann bitte einmal hier die Attacke jetzt. Fliegt davon, Vogeltier. Ja, sie wollen fliegen. Wir sind aber gut. Wir wollen nichts Böses. Zack, weg damit. Gut, dann brauchen wir hier ihn hier da drin. Sehr schön. Neue Forschung wählen. Mehr gestärkte Widerstand oder beharren. Stäbe der Abwehr für unsere Unterstützungseinheiten. Das macht den Buff ein bisschen stärker, den wir da machen können. Ich würde sagen, ja. Wir gehen hier lang. Wunderbar. Ja, du bewachst die Stadt. Okay, dann gehst du hier raus ins Wasser. Und du machst das Gleiche am besten. Ist ja wurscht, mach das hier. Du hast ein Lagerhaus produziert und du willst jetzt weitermachen. Schwierig. Bei Einberufung kosten Einheiten 20% weniger. Feuerschmiedestein. Ist eigentlich wurscht, egal was ich hier mache. Ich würde aber sagen, den würde ich gerne innerhalb meines Reiches haben. Und deswegen gehen wir hier auf Produktion. Ach, wie schön. Ein kleiner Palisadenwall, das beruhigt meine Nerven. Und noch eine Bogenschützin, bitte. Und hier können wir uns auch weiter ausdehnen, rein theoretisch. Mega geil ist es nicht, was ich hier alles machen kann. Das muss den anderen bleiben, dass die sich in die Richtung ausdehnen. Aber hier könnte man eine lohnende Farm machen. Denn hier gibt es Schafe. Und dadurch haben wir jetzt den Feuerschmiedestein und den entsprechenden Effekt von ihm. Weil wir ihn im Reich haben. Ganz einfach. Und Runde beenden. Deswegen war es mir wichtig, den zu holen. So, wir haben neue Befehle. Zunächst einmal will ich meinen Erkunder hier ein bisschen, ne? Mal gucken lassen, was noch so alles gibt. Da darf ich nicht mehr weiter. Ich dürfte hier anlanden. Okay, dann drehen wir erstmal wieder um. Und du segelst mal vorsichtig, aber bestimmt hier an der Küste von uns entlang. Ich möchte tunlichst niemanden irgendwie zu früh aufscheuchen oder erwecken. Ein Eisenlager gibt es hier. Okay, schon wieder neue Reichsentwicklung. Untergrund brauche ich noch nicht. Farmen gewähren mehr Nahrung, wäre nicht schlecht. Ein Flüsterstein dazu bekommen, weiß ich nicht, ob ich den jetzt schon brauche.
Ja, mehr Zauberpunkte. Mehr Zauberpunkte. Möchte ich jetzt haben. Und ich werde auch jetzt gleich wieder weiter zaubern. Also, hier haben wir alles befreit. Aber da oben müssen wir noch lang. Um gegen diese Monster zu kämpfen. Ich will gerade was ausprobieren, Leute. Deswegen diese komische Sache, die ich hier gerade mache. Okay. Wir konnten noch weiteren Phantomkrieger dazu generieren. Und dadurch wächst unsere kleine Armee immer weiter. Na, ausnahmsweise kommst du mal erstmal mit. Aber jetzt sind wir, was Mana angeht, Obacht. Was Mana angeht, haben wir ein Problem. Deswegen das Klerus Gemeingut. Mehr Einnahmen durch Mana und Gold. Und was für eine Einheit hätten wir noch gerne? Bogenschützen. Ja, eine böse Präsenz. Ich hab's gesehen. Gut. Alles gut. Weiter geht's. Nicht mehr so ein Erklärbär-Modus wie ganz am Anfang. Ne? Ist auch alles in einer Playlist drin, weil das Kampagnen ist und die ganzen freien Karten und wird eine extra Playlist geben, sowie als auch dann Multiplayer-Partien. So, wir trennen uns jetzt voneinander kurz. Plünderer-Schurken. 5 Krähen. Ernsthaft? Ah, Begegnung mit Decimus, dem Unerschütterlichen. Du triffst auf Decimus von den sühnenden Krötenmenschen. Er mustert dich und blustert sich vor dir auf. Mein Name wurde von mir, von der Sirenengöttin persönlich verliehen. Als ihre gesegneten Kinder wollen wir nichts weiter als Nimue zufriedenstellen. Allerdings befand sie uns für unvollkommen. Ohne ihre Führung haben wir es auf uns genommen, das Reich zu überwachen und zu beschützen. Ich weiß, dass sie uns wieder lieben wird, wenn wir uns als würdig erweisen. Decimus klingt verzweifelt. Die Sirenengöttin wird uns wieder lieben. Ja. Kann ich irgendetwas tun, um euch vom wahren Wesen eurer Göttin zu überzeugen? Er schnaubt missbilligend. Ihr erzählt Geschichten über meine Göttin. Lügen, nichts als Lügen. Er hält einen Moment inne. Nun gut, ich muss die Regeln der Verhandlung respektieren. Durch meine Pflichten habe ich andere kennengelernt, mit denen ich regen Kontakt pflege. Manche erzählen die seltsamen Geschichten über die Liebe der Göttin, die sich in Zorn verwandelt. Aber das kann nicht sein. Diese Leute sind bei der Göttin in Gnade gefallen. Aber das kann nur ein Missverständnis sein. Sie würde uns niemals wirklich ertränken. Oder? Er zuckt zusammen, als er von einer unhörbaren Stimme zurechtgewiesen wird. Decimus reibt sich die Schläfen. Wenn ihr mich überzeugen wollt, müsst ihr zuerst den Weisen von Fluctum von euren guten Absichten überzeugen und achtet seine Erkenntnisse. Jawohl, ja. Gut. Nun gut, König Decimus der Unerschütterlich, ich werde ihn überzeugen und euch auch. Gut, wunderbar, neue Aufgabe, traumhaft. Muss ich vor denen Angst haben, vor diesen Krähen, wenn da meine Heldin drin ist? Rein theoretisch schon, ne? Rein theoretisch schon. Ja, mir bleibt nichts übrig. Das kann ich nicht riskieren, dass die da von ein paar Krähen zerfetzt wird. Ja, die haben 400 Kampfkraft, meine Damen, meine Herren. Oha. Die hätte es jetzt erwischt, wenn ich die da alleine rumgeschickt hätte. Hätte. Aber wir dulden keine plündernden Krähen in unseren Ländern. Das nimmt Ausmaße an manchmal, das Spiel.
vor mit euch in den Wald. Los, Phantomkrieger. So, die werden ohne weiteres definitiv meine Bogenschützen aufs Korn nehmen. Davon können wir fest ausgehen. Ah, manche haben eine Kapuze auf, andere wiederum nicht. Ist das cool gemacht? Das gefällt mir. So, wir sollen zusammenstehen, sagt das Spiel. Die KI gewohnt, ja, mutig. Nennen wir es mal. Kriegen die Gegenschläge, wenn ich sie angreife. Ich würde halt sehr gerne meine Fernkämpfer möglichst nicht in Nahkampf verwickeln lassen, aber ich sehe halt ein Problem. Die Reichweite, so kommen sie jetzt nicht an meine Fernkämpfer dran. So nicht. Dann verlagert euch bitte um einmal. Ja, danke Spiel für diese horrend gute Steuerung. Wenn man eine Einheit drehen möchte, da hat das Spiel noch Verbesserungspotenzial. Oder ich verstehe irgendwas noch nicht ganz richtig. Das ist auch möglich. Ich klicke jetzt erstmal ganz raus. Ja, kann sich nur um Stunden handeln. Wir zaubern. Oder zaubern wir nicht? Naja, gut. 10 Mana kann man schon nochmal ausgeben, oder? Was meint ihr? Alles klar. Dann. Let's go. Ja, nett. Füße Spitzschaden, nett. Ja, der Erstschlag unserer Speerträger, ne, die Bauern und so, ne, aber mein lieber Mann. So, was hast denn du da Feines? Allen angrenzenden Einheiten Schaden zu, auch den eigenen. Das ist natürlich schlecht. So, schaffst du das? Sehr gut. Wunderbar. Tja,
ist eine Enttäuschung. Ich dachte, die schaffen die jetzt. Haben sie aber nicht. Ja, die Phantomkrieger. Ist es korrekt? Ich muss gerade was nachschauen. Ich dachte, sie hätten noch einen Betäubungseffekt gehabt. Ja, da war nichts. Und geschafft. Die Bedrohung ist ausgelöscht und wir haben nicht viel verloren. Mehr wollte ich doch gar nicht. Außer mit ihr dann noch irgendwie eine Siedlung gründen. Da ist der Speer, der uns entdeckt hat, Leute. Erwischt. Gelbe Frösche auf Bildschweinen. Geil. Okay. Und da oben taucht doch dann das Emblem auf, ne? Von dem jeweiligen Anführer, wenn ihr den dann entdeckt habt. Geh mal bitte da an der Küste entlang. Oh, was haben wir denn hier? Nein, ihr habt jemanden entdeckt. Oh Gott, was seid denn ihr? Begegnung mit Fluktum, der Stimme der Vernunft. Presto Savant, eines Weisen aus der freien Stadt Fluktum, begrüße ich. Ich muss zugeben, ich freue mich, euch zu sehen. Schickt euch Decimus. Ich bin ein alter Freund von Decimus und einer seiner engsten Berater. In schwierigen Zeiten standen wir einander bei, auch als Nimues zuerst mein und kurz darauf sein Volk verstieß. Decimus kann die Wahrheit noch nicht akzeptieren und ich habe genug getrauert. Nun wünsche ich nur noch Frieden für die Bewohner dieses Reiches. Vielleicht gelingt es uns gemeinsam, ihn von Nimues wahren Wesen zu überzeugen, wenn ihr beweisen könnt, dass ihr wirklich anders seid als sie. Das scheint wohl irgendeine Art Goblin zu sein. Mit Fluktum natürlich die Verhandlungen eröffnen. Und ihm natürlich einen Flüsterstein geben. Das ist sehr schön. Dann haben wir in 4 Runden Kooperationspakt. Klasse. Fluktuum, wo bist denn du aufgetaucht? Hier drüben. Ihr seid magische Gobos. Na dann. Mit einer Krankensymbol. Na, da kann ja nichts schief gehen. Da kann nichts schief gehen. So, wir gehen weiter. Hier lang. Ein kleiner Kreaturenkäfig ist das. Du darfst eine weitere Provinz annektieren. Was machen wir denn mit dir, Schönes? Du hast so viele schöne Möglichkeiten. Wir haben einen Hafen. Wir haben den Steinbruch. Wir brauchen aber dringend Mana. Da geht nichts dran vorbei. Einen Nexus hier bauen, bitte. Sehr nice. Wunderbar. Was haben wir denn hier Schönes übersehen? Ja, guten Morgen. Nee. Ich gucke auf die Uhr und mich trifft der Schlag. Naja, auf geht's. Was soll denn schief gehen? Vorwärts. Zum Banditenversteck, bitte. So, unser Außenposten. Den werden wir am besten errichten.
Ja, und in zwei Runden ist er gebaut. Okay. Dann konnte uns dieses Gebiet schon mal keiner mehr streitig machen. Und wir rücken mit ihr schon mal hier weg. Da ist der Wald der gelehrten Reflexion. Könnte ich mir überlegen. Muss ich aber auch mir ganz gut überlegen. So, da ist dieser Speer. Wir fahren jetzt erstmal an der Küste entlang von den anderen. Der ist aber auch nicht ganz alleine. Der hat ja noch Dudes dabei. Wie zum Beispiel die hier. Bannerträger. Und? Aha, Pikenierbauern. Die scheinen auch feudal zu sein, die Jungs. Das sind wir nicht genau angeguckt. Ein Wächterbaum. Ja. Was haben wir denn? Das ist ein Reitwehr. Belohnung nehmen, ne? Ja. Tatsächlich. Guck mal hier, wir haben einen kleinen Inferno-Welpen bekommen. Weg da, kleiner Inferno-Welpe. Brav. So ist brav. Ja. Und du gehst jetzt hier erstmal an der Küste entlang. Mhm. Du hast die Palisadenwelle produziert. Das ist auch schön. Dann mach mal bitte. Dann mach mal bitte. Ein Verkäufer und als Einheit machst du bitte mir nochmal einen Pikenierbauer. Hier dasselbe. Ich überlege. Die Bibliothek bitte. Und du darfst schon wieder eine weitere Provinz annektieren. Das ist super. Wir bauen hier den Außenposten. Wir werden hier Hafen haben. Das überlassen wir den anderen. Dann kann der da nicht reinsiedeln. Nichtsdestotrotz... doch, wir gehen hier nochmal in eine Fischerei rein. Ja. Wir tun unsere Speeren jetzt endlich verzaubern. Hätten wir vielleicht auch am Anfang der Runde machen sollen. Jetzt haben die Krähenbegleiter. One more turn. Ein unbekannter Herrscher tritt auf. Ich befürchte, dass ich euch noch was vorlesen muss. Du triffst auf Nimue persönlich. In ihren Augen flackert Hass und Tollheit. Ihr, Eindringling, Angreifer, was habt ihr in meinem Reich zu suchen? Euer Volk, fröhliche Inselhüpfer, wie ihr diese hässlichen Kreaturen nennt, verunzieren es mit ihrer Unvollkommenheit, wie auch immer. Meine geliebten erkorenen Kinder werden euch mühelos vernichten. Aha, also sie Frösche. Und dann werde ich eure Essenz nutzen, um mein Volk noch stärker zu machen. Ihr solltet dankbar sein, schließlich werdet ihr so zu einem Bestandteil wahrer Perfektion. Mit Nimue kann man nicht vernünftig reden. Du kannst das Reich nur befreien, indem du sie besiegst. Was können ihre erkorenen Kinder? Erhebliche Transomgaias Auserwählte sind sie auch. Tierverbunden. Sie sind widerstandsfähig und wasserangepasst. Sie sind mythisch, erfahrene Seeleute und versierte Siedler. Ja, okay. Dann eben Krieg. Wie du möchtest. Ja, komm, Leute, wir machen noch mal ein bisschen weiter. Ich habe einfach Lust, ich will das jetzt nicht so schnell beenden. So, geh mal dahin, kleiner Hund. Ja, brav. So ist gut. Nee, geh dahin, ich habe es alles überlegt. Da bist du noch sicherer. Sicherer. So, erkunden wir mal diese komische Schneeinsel hier. Was gibt es hier denn Schönes? Aha. Buse. Ich glaube, das soll Buse heißen, die Stadt, aber das ist ja auch ein bisschen... So. Stäbe der Abwehr. Haben wir gemacht als Forschung. Neue Forschung? Nein! Ein neues Buch auswählen. Sturmgeist klingt cool. Hundemeister, nein. 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 Kupfergolem, nee. Nein. Nein. Ich muss das Roleplaying-Technisches raussuchen, Leute. Fanatiker, auf keinen Fall. Knochengolem, nee.
gegen Schneegeist. Nee, wir machen das Buch der Raufbeschwörung. Dadurch gehen wir nochmal im Astral ein bisschen weiter. Blitzfokus, Vollendung, Blitzklingen, Blitzschwall, Heraufbeschwörer können wir machen. Ja, offensive Magie und Geringsturmgeist. Ja, also wenn, dann müssen wir das ja in die Richtung spielen. Das ist ja klar. Also das Buch der Raufbeschwörung ist meine nächste Wahl. Just as you may effectively utilize so. The protective potential of magic, it follows that you can employ it in a more devastating fashion in order to visit harm onto your foes. The thunder and the fury of the skies is at your disposal if you prove your... Ich nehme den geringen Sturmgeist als nächstes in die Forschung. Wieder eine Einheit, die ich beschwören könnte. Ich muss halt aufpassen, dass ich das mit dem Mana halt noch gut im Blick habe. Apropos im Blick haben. Wir brauchen, müssen auch die Uhr im Blick behalten. So. Du bist jetzt mittlerweile schon ausgestattet mit ordentlich Truppenwald. Denn ich habe vor, dir mitzugeben, noch den da und den da hier. Jawollo. Schon sind wir bei 5. Und da haben wir unseren zweiten Fullstack. Kennt da nichts. Fullstack aus Stufe 1er Einheiten. Uhu, uhu. Jetzt wird's gefährlich. Apropos gefährlich machen. Können wir die überhaupt schlagen? Boah, das wird echt close mit der Truppe hier, ne? Das wird super, super close. Ja, das würde es tatsächlich. Gut, wir können zaubern und so weiter. Dann würde ich mir aber noch eine Runde aufheben. Greif die jetzt nicht an, mach das beim nächsten Mal. Ganz ehrlich, muss ich beim nächsten Mal machen. So, ich will die nicht verärgern, deswegen ab ins Wasser. Also nicht in die Grenzen kommen. Ah, die haben Forschungsposten da oben. Und ich würde sagen, das ist okay. Damit sind wir ein ganzes Stück vorangekommen. Unser kleines Reich wächst und gedeiht hier oben auf dieser nördlichen Insel. Ja, die Karte ist auch ordentlich noch groß, da gibt es noch ein bisschen was. Hier unten wird es noch eine Stadt geben, da oben werde ich noch eine Stadt gründen, so viel steht fest. Dann haben wir eigentlich das Inselgebiet so gut wie möglich abgedeckt. Briesenhausen muss halt dringend eigentlich in die Richtung dann noch runter. Haben da oben nochmal was zum Abräumen, ich gehe es gerade nochmal für mich durch, den Wald der Reflexion rein theoretisch auch. Da oben ist auch noch ein bisschen was zum Abräumen, also genug zu tun für die nächsten Folgen. Ich danke euch fürs Einschalten und dann nicht vergessen, das Video zu liken und auch den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon bald beim nächsten Mal. Ciao, ciao!